Die Rechnung ging auf, zumindest vorerst für die SPÖ-Parteichefin Randy Wagner. Die Mitgliederbefragung bringt eine große Zustimmung, aber wie lange hält das? Wir schalten zu einem ihrer schärfsten Kritiker, Georg Dornauer, der Tiroler SPÖ-Vorsitzende. Das große Clubsterben, weil die neuen Gastro-Öffnungszeiten ja nur bis 23 Uhr gehen werden, dass viele Bars und Clubs nicht überleben. Der Gönner im Fokus, was der Microsoft-Gründer und einer der reichsten Männer der Welt, Bill Gates, mit der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu tun hat. Ja, und plötzlich sind die sonst so lauten, tendenziell Männer, ziemlich leise. Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei der ZIP Nacht. Haben ihr das Leben schwer gemacht vom Beginn an, als Pamela Rendi-Wagner die Parteiführung der SPÖ übernommen hat? Freundschaft, wie sich die Genossinnen und Genossen ja gerne begrüßen, sah jedenfalls anders aus. Und also hat die Parteichefin alles auf eine Karte gesetzt und über sich abstimmen lassen. Also eine Vertrauensabstimmung in eigener Sache. Und dieses Spiel hat sie jetzt erstmal gewonnen. Fast so was wie eine zweite Chance. 42% der Mitglieder haben an der Befragung teilgenommen. So viele wie noch nie. Davon haben sich 71,4% dafür ausgesprochen, dass Pamela Rendi-Wagner Parteichefin bleiben soll. Die SPÖ sieht das Ergebnis als starkes Zeichen. Für die Partei und für die Parteichefin. Rendi-Wagner selbst sagt heute in der ZIP 2. Ich sage Ihnen, das ist zum ersten Mal, dass die Vertrauensfrage in der Sozialdemokratie an die Mitglieder gerichtet wurde. Und die Mitglieder haben durch diese hohe Beteiligung, das ist ja auch das Sensationelle, in Kombination mit dem Zuspruch, den Sie mir und das Vertrauen, das Sie mir ausgesprochen haben mit über 70%, aber eben über 40% der Mitglieder. Diese Kombination macht ja das Paket aus. Neustart und Geschlossenheit also einmal mehr. Er ist einer der größten Kritiker in der SPÖ von Parteichefin Randy Wagner, der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer. Die SPÖ muss ja auch versuchen, die an die FPÖ verlorenen Wählerinnen und Wähler zurückzubekommen. Dornauer sorgte da zuletzt für etwas Aufregung, als er öffentlich zweifelte, dass Randy Wagner die richtige Parteichefin ist. Der klassische FPÖ-Wähler wählt keine Frau mit Doppelnamen, sagte er. Schönen guten Abend, Herr Dornauer. Schönen guten Abend, Herr Raffreder. Sie fanden die Befragung an sich jetzt auch nicht die beste Idee. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, der Frau mit dem Doppelnamen zu gratulieren heute? Ganz und gar nicht. Ich habe das in den letzten Tagen schon mehrfach gesagt. Die ein oder andere Aussage von mir wurde medial vielleicht etwas höher gespielt, als deren Wertigkeit letztendlich war. Aber ich bin von Beginn an hinter Pamela Rendi-Wagner gestanden. Ich habe sie ja auf dem Parteitag im November 2019 unterstützt. Ich habe sie jetzt bei der Mitgliederbefragung unterstützt. Ich habe intensiv für sie auch Wahl gekämpft und für unsere Partei. Und deshalb freut es mich heute ganz besonders, dass diese internen Debatten, diese Personaldebatte rund um Pamela Rendi-Wagner offenkundig beendet ist und wir uns jetzt voll und ganz auf die großen Aufgaben für unser Land, für Österreich konzentrieren können. Randy Wagner sagt heute, damit ist sie ausreichend gestärkt mit diesem Votum. Damit meint sie natürlich auch gegen die Kritiker wie Sie, der niederösterreichische Parteichef Schnabel, der sagt, alle Diskussionspunkte und Fragen sind beantwortet. Geben Sie jetzt Ruhe? Schauen Sie, Ruhe geben darf man in der Politik nie. Wie gesagt, wir stehen vor derart großen Herausforderungen, nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich. Und wenn Sebastian Kurz jetzt eine aufgesetzte Sozialdemokratisierung seiner türkisen Bewegung vorgaukelt den Menschen, dann müssen wir als Original, als die Sozialdemokratie jetzt die Antworten geben auf 600.000 Arbeitslose in diesem Land, teilweise ohne jeglicher Perspektive, auf eine Vielzahl von Klein- und Mittelbetrieben, die bis zum heutigen Tag keinen einzigen Cent von diesen berühmten Fördertöpfen erhalten haben. Diesen Menschen nützen die Pressekonferenzen nichts. Diese Menschen brauchen eine starke Sozialdemokratie. Und wir haben jetzt das Mandat und den Auftrag, für diese Menschen da zu sein. Sie klingen fast ein bisschen wie ausgewechselt, aber das wird natürlich die Parteichefin freuen. Hat sie auch ein bisschen erreicht, was sie wollte. Diese Beteiligung ist ja auch beachtlich. Jetzt nicht nur die Zustimmung, sondern auch die Beteiligung von mehr als 41%. Da gibt es offenbar ein Bedürfnis in der SPÖ, sich hinter die Parteichefin zu stellen, wo Sie ja nicht immer waren. Was sagt Ihnen diese hohe Beteiligung? Es war ein deutliches Zeichen. Ich persönlich hätte die Befragung nicht gebraucht. Nicht nur die persönliche Frage von Pamela Rendi-Wagner gestellt, rein um ihre Person. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie und ihre Führungspersönlichkeiten wissen müssen, wo die Themen liegen, welche Themen umzusetzen sind. Aber das war ihre Entscheidung, das war ihr Weg. Sie wurde für diesen Mut heute auch belohnt. Und deshalb stehe ich nicht an, ihr dafür zu gratulieren. Wie gesagt, ab dem heutigen Tag ist es beendet, diese Selbstbeschäftigung. Und wir haben jetzt Auftrag genug, uns um die Menschen und deren Sorgen zu kümmern. Die SPÖ liegt in allen Umfragen natürlich weit zurück. Die Regierung geht gerade durch die Decke. Die ÖVP ist fast bei der absoluten Mehrheit. Hat natürlich auch mit der Corona-Krise zu tun, keine Frage. Aber eben nicht nur. Was erwarten Sie sich jetzt von Ihrer Parteichefin Randy Wagner? Was soll sie mit diesem Vertrauensvotum jetzt anfangen?
Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen in der parlamentarischen Debatte zeigen. Wir brauchen eine scharfe, kantige Oppositionspolitik. Wir brauchen ein Gegenprogramm. Wir brauchen eine Vorstellung, einen Plan, wie wir uns dieses Österreich vorstellen. Ein Österreich des sozialen Zusammenhaltes, eine neue Solidarität. Die Antworten auf diese brennenden Fragen, wie ich sie vorhin erwähnt habe. Und wie gesagt, da wird Sebastian Kurz und sein grüner Steigbügelhalter relativ schnell den Peak erreicht haben, auch in den Umfragewerten. Und ich bin guter Dinge, dass wir uns in ein paar Wochen, in ein paar Monaten wieder treffen. Und da werden nicht nur die Umfragewerte anders aussehen, sondern auch das politische Programm. Herr Danauer, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche eine gute Nacht. Dankeschön. Die Corona-Krise liefert endlich immer mehr gute Nachrichten. Heute zum Beispiel gibt es erstmals unter 1500 Erkrankte und weniger als 100 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Immer mehr also kann gelockert werden. Am 15. Mai dann der nächste große Schritt. Dann öffnen wieder die Restaurants und Kaffeehäuser, allerdings nur bis 23 Uhr. Und genau das ist ein Riesenproblem für die Nachtszene, also die Bars und die Clubs. Dort geht es ja um 23 Uhr eigentlich erst richtig los. In Wien rechnet man mit einem massiven Clubsterben. Wie man ein Nachtlokal unter den derzeitigen Maßnahmen wieder aufsperren könnte, dafür gibt es im Moment keine Perspektive. Das betrifft die Großraumdisco genauso wie den kleinen Underground-Club. Bei der Servicestelle Vienna Club Commission spürt man eine extreme Verunsicherung in der Szene. Ganz oft wird leider, muss man sagen, prekär gearbeitet. Es gibt sehr wenig Rücklagen. Und deswegen ist die Situation wahnsinnig angespannt. Das ist eigentlich ein Worst-Case-Szenario. Unter diesen Umständen wird es, glaube ich, relativ schnell gehen, dass dort viele Orte verschwinden, die einfach sehr wichtig sind für Leute. Abstandsregeln in Clubs durchzusetzen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten, das wird nicht möglich sein. Sonderhilfen für die Szene, wie sie zum Beispiel in Berlin oder Hamburg eingerichtet wurden, könnten die Situation jedoch entschärfen. Wenn es um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes geht, dann taucht ein Name immer wieder auf. Bill Gates. Mit einem Vermögen von mehr als 100 Milliarden Dollar zählt er zu den reichsten Menschen der Welt. Und seit seinem Rückzug von Microsoft ist er jetzt vor allem eines: Mäzen. Mit seiner Stiftung engagiert er sich seit Jahrzehnten in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Ein Impfstoff, ein Milliardär und ein Virus. Viel Stoff für Verschwörungstheorien. Aber der Reihe nach. CNN Breaking News. Bill Gates ist im US-Fernsehen allgegenwärtig. Der Milliardär ist zu einem Experten auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik geworden und als solcher geschätzt. Vor Pandemien hat Bill Gates fast prophetisch schon vor 5 Jahren gewarnt. Wenn es etwas gibt, das in den nächsten Jahrzehnten 10 Millionen Menschen tötet, dann ist das ein Virus und kein Krieg. Bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus ist Bill Gates mit seiner Stiftung an vorderster Front dabei. Wir werden kein wirklich normales Leben führen können, bevor wir nicht einen Impfstoff haben und den der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Die Gates Foundation ist nach den USA der zweitgrößte Geldgeber der WHO. Heftige Kritik übte der sonst eher unpolitisch agierende Gates daher auch auf Donald Trumps Ankündigung, die US-Zahlungen an die WHO zu stoppen. Wo ein engagierter Milliardär, da auch Verschwörungstheorien. Er selbst habe das Virus kreiert, heißt es da etwa. Bill Gates nimmt's gelassen. Es sei schon ironisch, dass jemand, der davor gewarnt hat, solche Anschuldigungen erhalte. Außerhalb Chinas war der Iran der erste Hotspot der Corona-Pandemie. Mittlerweile sind dort mehr als 100.000 Menschen positiv getestet worden, mehr als 6.000 an Covid-19 gestorben. Kinos und Theater sind geschlossen. Ebenso natürlich viele Moscheen. In Teheran macht nun die Not erfinderisch. Dort werden jetzt Drive-in-Moscheen und sogar die bis vor kurzem noch so bösen Autokinos eröffnet, berichtet unser Iran-Korrespondent Jörg Winter. Die Pandemie bringt zurück, was seit der islamischen Revolution vor gut 40 Jahren als dekadent und gegen die guten Sitten verpönt war. Dieses Autokino in Teheran öffnet ab sofort jeden Abend die Pforten. Eine sichere Alternative zum Besuch von Kinohäusern oder Sportstadien, die geschlossen sind. Der Film bietet nur eine Kulisse, es geht um anderes. Nach 2 Monaten zu Hause fühlt es sich einfach gut an, rauszukommen, sich mit anderen hier zu treffen. Wir genießen ein Stück Normalität und achten dabei gleichzeitig auf unsere Gesundheit. Angebote gibt es im abendlichen Teheran auch für jene, die Spiritualität suchen. Die ersten Drive-in-Moscheen wurden eröffnet, als Ersatz für Gotteshäuser, die in vielen Städten noch geschlossen bleiben. Für Gläubige bitter, besonders jetzt im Fastenmonat Ramadan. Einige Beschränkungen wurden mittlerweile gelockert. Shopping-Malls und die Basare sind wieder geöffnet. Auch sind Reisen zwischen den Städten wieder möglich.
Die Zahl an Neuinfektionen im Iran ist deutlich zurückgegangen seit dem Höhepunkt Anfang April. Doch das Risiko bleibt, gerade jetzt, wo die Einschränkungen deutlich zurückgefahren werden. Der wirtschaftliche Druck dafür ist enorm, nicht zuletzt aufgrund der beißenden US-Sanktionen. Berichtet Jörg Winter. Wir machen jetzt noch einen raschen Blick auf die Wetterkarte. Durchweg sonnig wird es morgen Donnerstag sein, meist sogar wolkenlos. Im Osten wird es windig. Mit 16 bis 24 Grad dürfen wir rechnen am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Muttertag wird es dann recht sommerlich sein, aber auch etwas unbeständig und gewittrig bei bis zu 24 Grad. Und über den Muttertag und die genaue Prognose reden wir dann morgen hier. Bis dahin Ihnen von uns allen eine geruhsame Nacht.